Na, bist du auch hyped? Yo Leute, Bruno ist wieder am Start und es ist endlich soweit, dass wir wissen, dass das neue Call of Duty Black Ops Cold War heißt. Und am Mittwoch, den 26. wahrscheinlich 18, 19 Uhr zu unserer Zeit, endlich der offizielle Reveal kommt und wir dann wissen, wie das Spiel aussieht. Ich sag mal so, wir werden heute, weil sich so viele das gewünscht haben, mal wieder ein bisschen mehr Multiplayer spielen am Anfang und dann gehe ich nochmal in Warzone rein, ab in Moshpit rein, aber dass sich keiner verletzt hier, ne? Und ich weiß, ich sollte mich eigentlich nicht so extrem hypen, weil ich wollte euch eigentlich auch sagen, macht euch nicht zu riesige Hoffnungen, dass wir jetzt vor allem am Anfang extrem viele Informationen von einem kriegen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir freuen uns doch alle extrem drauf, weil es wieder ein neuer Black Ops Teil wird. Die Gegner schwitzen sich den Arsch ab, ich knall sie alle weg. Danke dafür. Und ja, ich wollte einfach nur sagen, Reveal ist am Mittwoch. Allein wenn man sich so, oh Gottes Willen, das neue Coverart anguckt, hier einmal kurz eingeblendet, das sieht halt schon mega fett aus, auch im Vergleich zu den alten CODs, den Black Ops Teilen, ist das mal einfach was ganz anderes, viel mehr Farben und so. Deswegen, ich kann es nicht anders sagen, als ich bin einfach völlig hyped und habe so Bock auf den Reveal. Und es wird höchstwahrscheinlich, das ist jetzt nicht offiziell bestätigt, dass es als Warzone Live-Event kommt, aber es wird höchstwahrscheinlich schon. Aber man wird sich ja wohl trotzdem noch freuen dürfen. Es ist einfach ein neues COD auf der neuen Engine von Treyarch, die halt in Zusammenarbeit mit Raven Software ja, einfach das neue COD machen. Und es ist ja auch schon relativ viel bekannt, was jetzt so kommen wird. Die Geschichte ist bekannt, dass es im Kalten Krieg spielt. Und ich bin so gespannt auf den Reveal und ob wir da auch schon Multiplayer zu sehen bekommen oder ob das eher halt noch so ein bisschen... Ah, knappes Ding, warte mal. Knappes Ding. Oh, fast Skelett. Oder ob es dann jetzt doch nur ein reiner Kampagnen-Reveal wird, das werden wir sehen. Und allein, wenn ich sehe, wie krank die Gegner hier spielen, dann muss ich auch wieder komplett alles geben, damit ich nicht immer sterbe. Wegen dem ganzen Serious Matchmaking macht man sich natürlich jetzt auch so seine Gedanken. Wird das jetzt im nächsten COD auch so krass oder wird es ein bisschen abgeschwächt? Oh. Wir nutzen das Video jetzt hier, alles klar, K-Hitmarker, einfach mal als kleiner Austausch in den Kommentaren auch. Was ihr denkt, ob Skill-Based Matchmaking genauso übernommen wird oder ob es vielleicht ein bisschen schwächer wird, wie man es in alten Treyarch-CODs auch... Oh Gott, ich habe einfach erst geschossen, alles klar. Gab es ja vorher in Treyarch-CODs noch nicht, deswegen bin ich gespannt. Ich sage mal so, nein, Hit. Drumrum kommen werden wir auf keinen Fall. Ich hoffe einfach nur, dass es ein bisschen abgeschwächter sein wird, dass man jetzt nicht wie in MW hier die Multiplayer-Lobbys so immer nur gegen Gleichgute spielt. Das kann ich mir auf Dauer einfach nicht geben, muss ich sagen. Also zumindest noch ein Jahr, das wäre echt... fatal auf jeden Fall. Und den noch mitgenommen? Können wir einmal auf Streaks gehen noch vielleicht? Ich gehe jetzt einmal mit M13 rein. Komm her. Den Kollegen. Oh, ich habe kein Stim dabei. Für alle, die gerne Multiplayer sehen, will ich jetzt auch noch mal ein bisschen hier versuchen, ein bisschen mehr zu reißen. Oh, ich... Oh, ich explodiere. Klick. Oh. Was ich glaube, mit M13 im Multiplayer ist also was fast einfacheres. Gibt's gar nicht. Wichtig zu wissen ist auch... Ey, was mache ich denn jetzt für Hitmarker die ganze Zeit? Das sind alle! Wichtig zu wissen ist auch einfach nur... Ich flash mich selber. Dass wir eine neue Warzone-Map bekommen. Ist jetzt noch nicht offiziell komplett bestätigt. Wurde aber jetzt in der Vergangenheit schon öfter so gesagt. Und das hat, glaube ich, auch ein Leaker geschrieben auf Twitter, der schon öfter recht hatte. Könnt ihr gerne auf jeden Fall Phantom mal fragen. Der weiß dann noch ganz genaueres Bescheid. Und... deswegen schenke ich dem auch, ehrlich gesagt, Glauben und muss sagen, dass ich mich sehr freue auf eine neue Map. Es macht halt einfach Sinn, so mit dem neuen Setting und allem und der neuen Kampagne dann. Oh, ich würde mir so sehr einen Multiplayer wünschen, der nicht wie dieser hier so komplett krank verschwitzt ist. Aber dadurch, dass wir jetzt die letzten Tage und Wochen so viele Teaser in Warzone hatten, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das Live-Event oder sowas nicht in Warzone machen. Zack. Also stellt euch darauf ein, dass wir am Mittwoch ein Live-Event in Warzone bekommen. Und ich denke mal, dass wir ein paar Tage vorher oder einen Tag vorher auch irgendwie dann eine offizielle Mitteilung kriegen, dass das so sein wird. Oder wir bekommen nochmal irgendwie so einen klitzekleinen Teaser, der uns dann verrät, dass es im Endeffekt so sein wird. Ich habe da so Bock drauf, Leute, ihr glaubt es nicht, ne? Dass wir dann einfach vielleicht in einem Livestream sogar am Mittwoch oder halt als Video das gemeinsam erleben können. Das wird schon eine... Oh, warte mal. Zack. Wird schon sehr geil. Aber was ich mir für den neuen Black Ops Teil wünsche, ist sowas von einfach ein besserer Multiplayer. Einfach so, es muss eigentlich nur das gute Map-Design von Treyarch sein. Genau, plus eben halt dazu noch einfach ein bisschen weniger Skill-Based Matchmaking oder irgendwas in die Richtung, weil so kann sich das ja echt kein Schwein geben. Ja, Grau immer noch OP, let's go. Yep, oh, ihr hockt an einem Gras. Moin, Bock? Richtig Bock, nice. Warte mal, wo sind jetzt welche? Stimmt, hier links, ne? Weil... ich muss jetzt mal reingehen. Ich gehe mal kurz auf Streak.
Einmal nur versuchen. Das ist es halt. Ich bin Multiplayer-Spieler. Ich warte in Häusern und campe. Aber im Multiplayer habe ich eh schon halbwegs abgeschlossen. Freue mich auf den nächsten und spiele einfach so lange Warzone, weil es einfach mehr Spaß macht. Ab und zu mal so ein bisschen geht schon so neue Waffen, wenn die rauskommen zu Season 6, falls so eine kommen sollte. Wobei, das ist ja auch wieder eine neue Theorie, weil eben es angeblich keine weitere Season geben wird. Ist auch so eine kleine Spekulation, dass eventuell sogar schon früher, vor dem Black Ops Cold War Release, die Verdansk-Map eingestampft wird. Oh, da ist ja noch einer. Und wir, Mann, zu vielleicht einem viel früheren Zeitpunkt, als wir denken, schon den Map-Wechsel kriegen. So, was haltet ihr davon, wenn die jetzt vielleicht sogar schon fertig ist? Das wäre, glaube ich, so vom Gefühl her ein bisschen zu früh, weil ja eigentlich Warzone noch gar nicht so lange draußen ist mit der Verdansk-Map, aber es wäre eigentlich, also von Activision-Sicht aus, ein ziemlich schlauer Move. Da hinten war noch einer. Ich muss halt so gegen die spielen. Oh! Ich weiß, es ist nicht so wahrscheinlich, dass wir jetzt einen schnellen Mapwechsel bekommen, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen und ich bin einfach hype, wenn ich darüber rede und mir das gedanklich einfach vorstelle. Und nach der Runde hier werde ich sowas von wieder in Warzone gehen, weil das regt mich einfach nur auf. Wenn du einfach nur mal entspannt ein bisschen snipen willst und dann wieder 10 Leute auf dich zugerannt kommen. Da oben wieder. So hart am Schimmeln die Leute. Aber was regst du dich auf? Bringt ja nichts, ne? Da steht einer, warum auch immer. Oh, noch einer. Zack. Der Laser reingehalten. Ich würde ja gerne auch einfach ein bisschen mehr am Stück spielen, aber die Gegner lassen es nicht zu, weil die so nice sind. Und danach wieder rein. Du musst halt hier patrouillieren. Und dann geht's ab in Warzone. Und dann machen wir noch ein bisschen was. Genau, was auch noch neu war, als relativ neue Info, das, oh, Gottes Willen. Mann! Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir mit der neuen Map dann aber trotzdem die alten Waffen erstmal behalten und dann so nach und nach, denke ich, die Black Ops Waffen dann zu Warzone hinzukommen, zu der neuen Map. Finde ich eigentlich ganz gut gelöst bisher. Klar wäre so ein kompletter Austausch auch geil, aber macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, weil in Warzone jetzt auch so viel Entwicklungszeit steckt und alles. Aber ist doch schön, bleibt einfach spannend. Und jetzt, ja, Claymore, lass mich in Ruhe. Zack, weg damit. Und Schuss, ein Tor, ein Treffer. Hier kommt noch einer. Ja, haben wir. Ist hier noch wer? Hier rechts unten. Gut, dass ich einen Taktiksensor mit habe. Oh, hier sind ja alle. Zack, lad nach. Kommt der nicht hoch? Nee. Dann ist hier noch einer. Auch schon weg. Na gut, jetzt haben wir fast nochmal alle Streaks gemacht. So, endlich Warzone. Oh Gott. Wir spielen nämlich hier das sehr gute Loadout. Ich zeige euch noch direkt die Klasse. Auch meine K-Klasse mit C-Fernrohr. Hier das Griffband noch. Und dazu diese M13-Klasse, die kennt ihr aber auch schon. Ganz ehrlich, es wird safe so sein, dass irgendwie diese Atombombe oder Atomrakete, die in den Bunkern jetzt gefunden wurde mit den Teasern, einfach hochgeht, explodiert, wir kriegen den Black Ops Reveal in Form von einem Trailer oder was auch immer hier dann auf der Map. Na, bist du auch hyped? Auf Instagram gibt es noch ein bisschen mehr von dir zu sehen, oder? No. Dann wollen wir mal. Es könnte auch sein, dass die Atombombe hier schön Downtown wegsprengt und wir irgendwas Neues auf der Map hier noch bekommen. Wäre auch möglich. Oh, der ist ganz, ganz lost. Let's go. Rechts war noch einer. Ganz schnell die Platten rein. Wo kommt der? Kommt der hier? Der ist oben drauf noch, ne? Oh. Gute Shots. Ich hoffe, er hat keine Sniper. Oh, die Striker. Die gibt er böse. Oh, ich hab ihn. Wie geil ist denn die Striker? Ach, ich finde das so spannend. Also schreibt sehr gerne mal eure Meinung rein, was ihr denkt, was passieren wird. Er hat mir einen Trophy gedroppt, der ist der Beste. Digga, dass die alle Hunderte haben. Was willst du von mir? Einmal nochmal Gameplay für euch hier spielen. Ich hab doch gedrückt. Hier vorne, hier vorne. Kann man da reinsnipen? Weiß er? Moin. Hab ich. Man darf ja auch mal einen Schuss verfehlen. Ist hier noch mehr? War das der Typ? Bestimmt der Typ, der mich geholt hat. Nice. Das gefällt mir, der hat Geld, jawohl. Oh oh. Ist der oben? Jetzt da raus, wohl wahr. Oh je, oh je. Ich hab nix. Ich hab nix außer eine schöne Sniper in der Hand. Hit ist. Mein Kill. Oh, danke, Kollege. Guck mal, so muss man's machen. Schön immer den Sniper-Hit rein, so wie sich das gehört. Und weiter geht's. Da ist er. Oh Gott. Hab ich, hab ich.
Hol ich mir. Hit is kill. Oh Gottes Willen. Oh. Gunfight meines Lebens gerade. Lass hier bitte nicht noch einen sein. Junge, der wollte es ja richtig krass. Der kam auch safe von Superstore. Aber läuft. Geiles Gameplay bisher. Können wir uns da irgendwie... Ne, das ist der gar nicht. Wo ist der? Doch, da. Heilige Mama Mia, hat er sich dahinter versteckt. Kommt hier jetzt noch einer? Ich habe so komplett Schiss, dass hier noch mehr sind. Weil das gerade so nice läuft. Hier die Munikiste. Hau die hin. Ich brauche eher einen Trophy noch. Komm, gib mir meinen Trophy wieder. Und tschüss, ich muss hier weg. Oh, das Trophy ist kaputt. Drauf da. Ich wusste es, ich wusste es. Nein, das kann nicht sein. Mann. So ein Camper. Und da wünsche ich mir den Solo-Modus von einer Woche zurück. Der war so nice, dass man sich mit genug Geld dann einfach wiederholen konnte. Das ist die Frage, ist er da noch drin? Stimmt, oder? Aber hallo! Oh, die Striker ist so krass. Den haben wir. Da schaue ich doch gerne mal mit vorbei. Oh, oh, komm. Pistole ist einfach besser, Kollege. Ich soll einfach nur noch Pistole spielen. Wie hier klopft. Das war's jetzt komplett. Irgendwann reicht's auch, ne? Einfach mal treffen, du Kollege. Digga! Oh. Können wir mal? Ja. Oh, ich habe das Gefühl, hier kommt noch mehr. Lass mal ihn. Gib mir deine Waffe. Gib mir deinen Kollegen. Vielleicht einmal ganz kurz. Sehr gutes Loadout. War das das Richtige? Ich glaube schon. Oh, drei Leute. Ach du Heilige. Die sind alle hinter mir her. Alter. Oh, die gehen aber auch auf ihr. Auf ihren Loadout. Erster. Nein. Nein. Oh nein. Ich hatte ihn doch. Verdammt, nur Sheep Break. Kann ich da nochmal rein? Er ist so low. Er muss... Er ist komplett low. Das können die nicht machen. Die liegen da alle. Haben sie schon hochgeholt? Hab ihn? Geil. Jetzt holen sie sich wieder gegenseitig hoch. Warte, warte, warte. Wie mache ich das jetzt? Flash? Komm, komm, komm. Hab wieder einen? Oh Gott. Hab den? Hab den auch. Ganzes Team weg. Junge, ist der Mini-Royal geil, wenn man halt alle wegmacht. Geil. Ey, das freut mich gerade mega. Ist mir jetzt auch egal, wie die Runde läuft. 5 Kills haben wir schon mal. Und wir gehen jetzt weiter rein. Ich glaube, es gibt fast nichts Schwereres jetzt, als das hier zu gewinnen. Boah, Alter, sind die am Schimmeln überall. Da oben drauf sind vom Heli 3 Leute. Ich muss erstmal hier nochmal hoch. Da ist auch einer. Ein einziger. Oh, er schmeißt schon, er schmeißt schon. Das war das Losteste, was ich hier jemals hätte machen können. Tschüss. Leute, lasst ja gerne noch ein Abo da und schaut beim letzten Video vorbei. Das war heute nichts. Aber es ging heute auch mehr um den Multiplayer als um Warzone. Deswegen haut rein, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Da kommt dann der Sieg.